Hallo und ein herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist der Maximus, begrüße euch zu Forza Motorsport 6 Epic. Und ich sage es nochmal, das ist für alle kostenlos eine Beta, die nur für Windows 10 Benutzer gilt. Ja, das sage ich nochmal. Und ja, wir haben das erste Mal ein Ferrari, den wir fahren, und zwar den Ferrari F12. Und wir werden den auch benutzen in Spa. Und das dieses Mal, das erste Mal bei Nacht. Und drei Runden sind zu absolvieren. Und ja, ich habe den Schaden erstmal ausgeschalten, werde aber trotzdem den Schwierigkeitsgrad so lassen. Mal sehen, wo wir uns denn im Endeffekt denn befinden. Ich muss definitiv ein bisschen defensiver fahren. Und wir werden einfach mal starten und gucken, wo wir uns dann am Ende des Rennens befinden. Ab und zu werde ich dann mal die Klappe halten hier beim Rennen, dass ihr den Sound genießen könnt. Und los! Oh Mann, das sind ja richtige Supercars hier. Ja, ein schön langer Bremsweg hier von dem Ferrari. Und dann geht's runter. Es ist auf jeden Fall mal was ganz anderes, hier bei Nacht rumzufahren ins Spa. Und mal ein bisschen früher bremsen und vorausschauend fahren. Soll man ja sowieso. Ui. Wir befinden uns Platz 8. Sechster müssen wir auf jeden Fall werden. Was ist hier los? Das war jetzt eine knappe Geschichte. Oh, vor mir auch ein Ferrari. Und hier wird es ein bisschen eng. Ich hoffe, dass ich so konzentriert weiterfahren kann und nicht irgendwie reindödel. Immer noch auf Platz 8. Ah, ja, er hat Platz gemacht. Aber zu weit rausgekommen. Bin aber noch vor ihm. Gut. Platz 7. Platz 6 muss ich auf jeden Fall werden. Und da driftet er. Ja, das ist halt ein bisschen schwieriger einzuschätzen, wo jetzt hier die Bremspunkte sind. Hinter mir macht er schon ein bisschen Druck. Und ich lasse mich auf jeden Fall ganz schön unter Druck setzen, ne? Und das Quietschen der Reifen, das irritiert so dermaßen jedes Mal, dass sie so doll quietschen. Das gefällt mir eigentlich nicht so. Das ist aber das erste Nachtrennen hier. Und wir kommen gut durch. Die setzen sich da vorne ein bisschen ab. Und in der nächsten Runde werde ich mal ein bisschen die Klappe halten. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, war zu früh, dass ich gebremst habe. Und ich komme auch immer wieder ins Driften. Ja, jetzt habe ich ganz schön abgekürzt. Aber ich lasse ihn auf jeden Fall noch vorbei. So, jetzt Konzentration. Erste Runde haben wir geschafft. Platz 5 will ich auf jeden Fall halten. Kann ich durchaus schaffen. Ich muss wirklich sagen, dass ich bei Nacht nicht so gerne fahre. Aber einmal müssen wir es auf jeden Fall bringen hier. So ein Lampenlicht oder in so ein Event Rampenlichtrennen oder heißt, wie heißt das nochmal? Ich, keine Ahnung. So, jetzt halte ich erstmal die Klappe und wünsche mir Glück.
Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich wieder quatschen. Also, das war jetzt richtig dumm. Ja, das ist so verdammt schwierig, das zu sehen, ne? Jetzt bin ich wieder auf Platz 7. Gut gekämpft und trotzdem verloren. Oh, wieder Plätze verloren. Jetzt wieder auf 8. Gut, den 6. könnt ihr auf jeden Fall noch kriegen. Ihr könnt ja mal in den Kommentaren schreiben, ob ich dann gerade bei so einem Superautos dann einfach mal die Klappe halten soll, dass ihr den Zaun mitbekommt. Und da drängt er mich ab. In den Windschatten. Ich komme auch ganz, ganz langsam ran. Da drückt er mich weg. Oh, das ist gar nicht mal so einfach, muss ich wirklich sagen. Das ist echt nicht einfach. Und da kommen auch viele vorne ans führende Feld ran. Und ich rutsche, ich rutsche, ich rutsche. Oh Gott. Wo ist hier der Bremspunkt? Ach, man findet den Bremspunkt so schlecht. Und da hat die KI jetzt auch ein bisschen Fehler gemacht. Und das bedeutet, wir können vorbei. Oh, ich mache jetzt zu viele Fehler. Ich kenne mich natürlich ein bisschen aus hier in Spa, aber bei Nacht ist es doch schon eine andere Hausnummer. Sehr, sehr schnell verbremst man sich. Und ich denke mal, wenn ich jetzt keinen großen Fehler mache, werde ich auf Platz 6 bleiben. In der V12-Klasse. Ist es jetzt nicht das beste Fahrzeug, was ich habe? Oh nein! Ich bin jetzt nur am Driften. Na, das war's. Na, da überholt mich der Nächste. Ich könnte natürlich jetzt so abkürzen. Ja, das war jetzt frech, ne? Das war jetzt richtig frech von mir. Wir werden das irgendwann mal am Tage machen mit den schönen Ferrari. Oh, neues Abzeichen in Spa freigeschaltet. Ich habe es leider nicht geschafft, aber wir werden uns jetzt nochmal die Wiederholung ansehen. Und ja, ich denke mal, ich werde nicht so oft Nachtrennen machen, weil auch für euch das ein bisschen schwieriger ist, sich das alles anzugucken. Ich wollte das trotzdem aber mal machen. Und lasse euch jetzt einfach mal mit den letzten Kurven hier alleine und schreibt mal in die Kommentare, ob ihr mehr Forza Motorsport 6 Epic sehen möchtet. Mit den Worten macht der Maximus einen Fisch. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.